Dann halten wir uns die Punkte mal im Hinterhand hier für sowas. Also die Punkte. Das finde ich auch sehr schick gemacht. Also, dass wir hier wirklich auch ein schönes, großes Stadtgebiet haben, wo wir hier viel plündern können und so. Also schnell langweilig, denke ich, wird uns nöt. Ich bin natürlich jetzt noch total im Elendsviertelgebiet drin. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir noch andere Gebiete, das können wir uns ja später noch irgendwie so angucken. Ich weiß ja nicht genau, ob ich das groß weiterspielen werde. Nicht, weil ich was gegen das Spiel habe. Das Spiel an sich gefällt mir wirklich gut. Ich habe, wie drücke ich das jetzt höflich aus? Ich habe auch nicht in dem Sinn ein Problem mit dem Publisher, aber ich habe halt ein Problem mit diesen seltsamen Vorgaben, die dieser Publisher in dem Fall eben macht, Warner Brothers. Und das macht halt einfach dann keinen Spaß, die Spiele von denen zu Let's Playen. Solange ich halt denen entspreche, ihr nicht mit denen so einen Deal habt, wie halt diese großen YouTuber, die deshalb halt auch diese Videos machen. Ja, habt ihr ja mitgekriegt hier den Anführungszeichen Skandal und so. Also, ganz ehrlich, ihr habt es ja mitgekriegt, ich habe schon die anderen Spiele von Warner Brothers mich halt immer da wirklich dann halt auch dran gehalten, an diese E-Mail, die sie mir geschickt haben. Und das macht es aber halt anstrengend und nicht unbedingt schön, ihre Spiele zu Let's Playen. Es tut mir halt leid, weil das Spiel, die haben ja mehrere wirklich schöne Spiele. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche schlechten Spiele hätten. Im Gegenteil, die haben richtig tolle Spiele auch im Portfolio. Aber diese seltsamen Regeln, von denen versauen es mir halt irgendwie. Und dann muss ich halt einfach sagen, okay, Freunde der Nacht, es ist wie es ist. Ich bringe eure Spiele trotzdem gern natürlich ins Infracta Games Archiv. Ich zeige die euch gern. Aber ich kann mich nicht wirklich überwinden, da jetzt großartig lang und breit weiter zu spielen, weil das irgendwo sehe ich das auch dann nicht ein. Warum soll ich mich so gängeln lassen, wenn alle anderen Publisher das eben anders halten? Ja, da gibt es echt viele sehr positive Beispiele im Umgang miteinander und hier man so, finde ich völlig bescheuert. Also, sorry, es ist bescheuert, diese Regeln. Ich halte mich dran und fertig aus, aber es muss mir ja nicht gefallen und dementsprechend würde ich sagen, ich werde das Spiel vermutlich für mich selbst weiterspielen noch, aber ich werde keine Videos mehr dazu machen. Ich denke nämlich, das, was wir bis jetzt gesehen haben, reicht meiner Meinung nach aus fürs Infracta Games Archiv, um Eindruck zu gewinnen. Was ist denn das für ein Spiel? Das wissen wir jetzt. Wie sieht's aus? Was macht man hier? Was hat es an Vor- und Nachteilen? Also Nachteile habe ich jetzt irgendwie gar keinen großen Deck. Sondern was hat es hier eben als an Features, Content etc. Ihr wisst, was ich meine. Wäre das jetzt ein Spiel für mich oder nicht? Ich weiß, was mich jetzt hier noch interessieren würde, wäre zum Beispiel, gibt es Fahrzeuge, die ich lenken kann. Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass es das nicht gibt. Gut, wir sind hier aber auch nicht in Dead Rising, wo man mit so einem amerikanischen Rentnerkarren lustig Zombies splattert, aber Dead Rising ist ja auch nicht ernst gemeint. Das ist ja quasi das auf die Schippe nehmen, das ganze Zombie-Dings-Spiel-Genre. Ja, wie gesagt, also ich denke aber, fürs Infracta Games Archiv wissen wir jetzt genug über das Spiel und zu sagen, jawohl, Stempel drauf, ist drin im Archiv, wir sind zufrieden. Ich für mich, ich habe Spaß an dem Spiel, ich werde es weiterspielen, aber dann halt ohne Video zu machen, weil das ist mir halt einfach viel zu viel Act, was die da von mir verlangen. Da geht mir irgendwo ein bisschen auch der Spielspaß flöten. Würde ich das jetzt weiter halt aufnehmen. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video zum nächsten Spiel. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald. Tschö.